Hey Leute, Crimex hier, was geht mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf das neue Video von dem Ehrenkanal Wissenswert reagieren. Und zwar die dunkle Wahrheit über das Ende von Bibis Beauty Palace. Ich bin sehr gespannt, Leute. Warum hört Bibis Beauty Palace auf? Warum Ende? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Lasst ein Like und Abo da und let's go mit es dem Video. Es gibt nicht viele Menschen, bei denen man sagen würde, so. Sie führen ein Leben, das wirklich so schön ist wie in einem Märchen. Und Bibi war ja in letzter Beauty Zeit Palace relativ viel und Action rum. Führten ein genau solches Leben. Und zwar schon seitdem sie sich vor 13 Jahren kennenlernten. Echt lang zusammen. Danach wurden sie zusammen berühmt, gründeten eine gemeinsame Familie, wurden zu Multimillionären und reisten an die schönsten Orte der Welt. Doch wie inzwischen jeder mitbekommen hat, lief es dann ganz plötzlich gar nicht mehr so märchenhaft weiter. Die Beziehung ist scheinbar wie aus dem Nichts einfach so vorbei. Das war schon out of nowhere. Das war schon fast 2 Monate her, doch anstatt dass sich langsam alles aufgeklärt hat, sind Millionen von Zuschauern, Fans und Leuten, die Bibi und Julian immer als Vorbilder einer traumhaften. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass jeder darüber redet. Also ist ja normal, ich in der Öffentlichkeit und dies, das, aber so, lass sie doch so. Es ist doch, es trennen sich jeden Tag Menschen so, ne? Die waren 13 Jahre zusammen und so, ja, die waren wohl einfach nicht mehr glücklich oder eine von beiden oder keine Ahnung was so, ne? Deswegen, was will man da machen, ne? Ist halt einfach so. Passiert. Beziehung sahen okay. Weiterhin völlig ratlos. Bibis Kanal hat seit der Trennung keine Videos mehr hochgeladen. Auf Instagram und anderen Social Media Kanälen meldet sich Deutschlands erfolgreichste YouTuberin auch seit einiger Zeit fast gar nicht mehr. Und keiner weiß, was jetzt eigentlich los ist, warum Bibi untergetaucht ist und wie es überhaupt weitergeht. In diesem Video werden wir Licht ins Dunkle bringen und euch nicht nur sagen, was bei Bibi wahrscheinlich los ist, sondern auch erklären, warum wir gerade das Ende von Bibis Beauty Palace erleben und wieso das Beste ist, das Bianca Klaassen passieren konnte. Um das überraschende Ende von Bibis Beauty... Aber warum soll... Sie macht ja mit YouTube so viel Geld, warum sollte sie jetzt... Also allein schon aus dem monetären Grund, warum sollte sie denn jetzt aufhören? Beauty Palace zu verstehen, wollen wir zunächst einmal den Anfang des Kanals betrachten und vorstellen, wie alles mit außer Bibi sie und sagt, Julian ich habe wirklich begann. So viel Geld gemacht. Dafür starten wir im Jahr 2004 in einem Kölner Gymnasium. Bianca, die damals noch Heinecke mit Nachnamen hieß, wurde gerade eingeschult und traf dann in der 5. Klasse zum ersten Mal auf ihren Klassenkamerad Julian Klaassen. Alter, wie lange sie sich kennen. 10 Jahre alt waren die beiden schon damals sehr ineinander verliebt. Richtig gedatet haben sie ihm erst ganze 5 Jahre später. Crazy. Ihre Beziehung, die zusammen bis vor groß kurzem geworden. So märchenhaft erschien, ging auch damals im Jahr 2009 ganz romantisch los. Tatsächlich hatten sie ihr erstes Date wie in einem Film unter einer Brücke. Danach kam es zum ersten Kuss und nach wenigen Tagen waren sie dann ein Paar. Doch nicht nur irgendwie. Aber gut, man muss halt auch sagen, ne, es ist halt wie gesagt überall so. Wenn die jetzt 13 Jahre zusammen waren, die haben Kinder und alles zusammen und weißt du, dann sind die halt vielleicht irgendwann am Punkt, wo die sich denken so, ey, ne, ist es das halt jetzt wirklich und weißt du, wenn man so lange zusammen war, da, weißt du, man entwickelt, also ja, jeder entwickelt sich ja irgendwo auch in andere Richtungen, so, ne? Also ist halt einfach so. Ich verstehe da nicht die Leute, die da jetzt so ein Drama draus machen. Und ein Paar mit Bibis wachsendem Erfolg halt auf YouTube so, ne? Wurden sie und automatisch auch Julian immer mehr zu richtigen Promis. Das ging schon 2014 los, die waren halt als wirklich die ersten, so, ne? Sogar das seinen man, eigenen Kanal aufmachte halt und sagen. Sich dort der Welt vorstellte. Guten Abend und herzlich willkommen auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Ich bin Julian, ihr kennt mich mit Sicherheit schon alle von Bibis Beauty Palace. Von diesem Zeitpunkt an war Julian nicht nur selber YouTuber, er war Teil von Bibis Beauty Palace, einer Marke, die schon damals deutschlandweit bekannt war und heute Millionen wert ist. Und genau dort, auf dem Kanal Bibis Beauty Palace, gab es über die Jahre dann auch immer weniger Videos, in denen man nur Bibi alleine sah. Beide ja, stimmt, waren das waren ja eigentlich mehr so Family-Vlogs so am Ende so. Nämlich Teil des Channels. Und so änderte sich auch der Content. Während Bibi damals hauptsächlich Schminktutorials hochlud, drehte sie zusammen mit Julian Comedy-Sketches, machte Challenges und zeigte das gemeinsame Leben des Paares. Mit der Zeit präsentierten sie mehr und mehr aus ihrem Leben. Und schon seit mehreren Jahren drehte sich ihr Content ausschließlich nur noch um Vlogs und andere Dinge aus ihrem gemeinsamen Alltag. Doch eine Sache
blieb bei Bibi und Julian immer gleich. Obwohl sie älter wurden, erschienen ihr Content, aber auch sie selber und sogar ihr ganzes Leben, das sie inzwischen mit der Öffentlichkeit teilten, immer noch so unschuldig und traumhaft wie damals. Ja, ist ja normal. Also es zeigt ja jeder immer nur die besten Seiten. Also, ne, ist halt einfach so auf Instagram oder YouTube, ne? Man denkt immer, es ist nur. Bei mir damals, als ich mich mit meiner Ex getrennt habe, jeder hat geschrieben, ey, es war doch alles so perfekt und warum? Und klar, man zeigt ja nicht auf YouTube oder so, wie man sich auch mal streitet oder wie irgendwas nicht so gut ist. Ne? Das ist halt im Jahr 2000. Deswegen so Außenstehende können das gar nicht. Probleme wie Streit, Trauer oder selbst gar nicht Dinge wie Langeweile, die jeder mal erlebt, fanden bei Bibis Beauty Palace nie statt. Obwohl Bibis junge Zuschauer über die Jahre langsam erwachsen wurden, hatte man bei Bibi selbst immer das Gefühl, dass sie ihre Fans weiter wie Kinder behandelt, denen sie eine schöne, aber nicht ganz authentische Welt präsentieren will. Und das um jeden Preis. Während andere YouTuber, die zur selben Zeit wie Bibi berühmt wurden, über die Jahre ihren Content änderten und auch offen über ihre persönlichen Herausforderungen redeten und ihre ganz ehrlichen Meinungen teilten, wirkte Bibis Content, wie zum Beispiel simple Pranks oder Challenges, immer so wie aus einer anderen Zeit. Julian Bam oder Rezo hörten hingegen zum Beispiel auf mit Musikvideos und lustigen Kurzfilmen. Aber finde ich nicht schlimm, das ist halt, ist ja auch ihr Job, also ist ja auch irgendwo professionell, ne? Das ist halt einfach so. Und eine Bibi, die weiß halt, okay, sie muss sich so und so halt in ihren Videos verhalten, damit das halt einfach ankommt. Das ist halt, zu streamen, das finde ich jetzt gar nicht mal schlimm. Und über Missstände zu berichten und ließen die YouTube-Persona, die sie 2014 erschaffen hatten, völlig hinter sich. Auch Dagi B, die zur selben Zeit wie Bibis Beauty Palace anfing, wurde in den letzten Jahren immer authentischer, zeigt sich häufiger auch mal ungeschminkt und redet über ernstere Themen wie die Herausforderung des Mutterdaseins oder mentale Probleme. Bibi hat sich hingegen bis heute nie wirklich von ihrer aufgesetzten Internetpersönlichkeit getrennt. Ganz im Gegenteil, sie hat diese unauthentische und fast schon filmhafte Inszenierung ihres Lebens immer weiter fortgeführt. So baute sie mit Bilou beispielsweise eine eigene Produktmarke auf, die das unschuldige, fröhliche Image von Bibis Leben nutzt, um Millionenumsätze zu generieren. Selbst als Bibi und Julian Eltern wurden, blieben sie ihrer Art, Videos zu machen, treu und präsentierten ihre Kinder nun auch als Teil ihres perfekten, immer aufregenden Lebens. Der Trend, dass mehr und mehr YouTuber von früher nun offener und authentischer werden, ging an Bibi ziemlich vorbei. Dass Bibi und Julian nicht mehr mit der Zeit gingen, merkten auch die Zuschauer und so sanken in den letzten Jahren auch die Aufrufe des Kanals spürbar. Während andere Vloggerpaare hingegen, wie zum Beispiel die Jinder Wee, mit authentischerem und weniger aufgesetztem Content aus ihrem Leben in den letzten Jahren immer mehr Zuschauer erreichten. Wenn man mal genauer drauf achtet, scheint Bibi jedoch nicht nur unschöne Trends auszublenden, es wirkt sogar so, als ignoriert Bibi negative Dinge grundsätzlich. Aber ich finde mal, das hört sich jetzt voll negativ an. So, yo, sie kommt halt auch irgendwo aus einer anderen YouTube-Zeit. Also, und sie war ja immer noch super erfolgreich mit ihren Videos, ne? Also das, Und verweigert es regelrecht, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Das hört sich jetzt so an, als würde bei ihr so, wäre so gar nicht Julian mehr gelaufen. Scheint es nämlich kaum Probleme zu geben. Auch auf Kritik an ihr oder Kontroversen um sie geht Bibi nie ein. Dabei gibt es viel, was... Macht sie aber auch richtig. Also, an sich, ganz ehrlich, Leute, Bibi habe ich übertrieben. Ich feiere Bibi übertrieben. Also... aus YouTube-geschäftsmännischer Sicht sie alles richtig gemacht. Auch die letzten Jahre mit in Köln oder so, man hat die nie irgendwo gesehen, nie irgendwo viel mitbekommen und so. Die haben es einfach, die haben es genau richtig gemacht. Sie und ihr jetzt Ex-Mann Julienko so, die haben alles richtig gemacht. Also die haben es immer so rausgehalten überall, die haben einfach ihren Content rausgehauen, die haben ihre Marke aufgebaut. Also rein aus so, ich habe jetzt nicht ihren Content gefeiert, ne? Aber so rein aus ihrer, aus geschäftsmännischer Sicht, wie sie ihr Business gehandhabt hat, wie sie sich selbst in der Öffentlichkeit gehandhabt hat, absolut Respekt, feiere ich sehr. Was bei Bibi in den letzten Jahren zu Recht kritisiert wurde, wie zum Beispiel ihre lange Kooperation mit dem extrem umstrittenen Billigmodekonzern Shein, ihre Werbung für kontroverse medizinische Produkte oder die Einbindung ihrer Kinder in ihre Videos. Selbst als ihr eigener Song zum meist gedislikten Video auf YouTube weltweit
weit wurde, machte Bibi gar keine Statements muss man aber auch einfach mal oder schaffen. Ging ausführlich auf das Feedback ein. Sie ignorierte einfach, dass es überhaupt Kritik gibt. Doch das beste Beispiel für Bibis Angewohnheit, negative Dinge zu verdrängen, zeigt sich ganz aktuell bei ihrer Trennung. Bibi verdrängt die Trennung auf ihren Social-Media-Accounts nicht nur, sie hat nicht einmal einen einzigen Satz dazu gesagt, dass sie Julian auf einmal verlassen hat. Ja, aber sie macht das richtig. Es ist vielleicht, die Fans oder so erwarten ein Statement und wollen was hören, aber rein vom Ding her macht sie es richtig, weil egal, was sie jetzt sagen würde, Leute würden haten, würden drauf anspringen, du hast Julian verlassen, wisst ihr, wie ich meine? So, die sitzt das einfach aus. Die macht das einfach taktisch klug so. Die wartet jetzt vielleicht noch ein, zwei Monate und dann, bis keiner mehr drüber redet und dann kommt es wieder Comeback. Fertig. Stattdessen das ist einfach postet. So. Das macht jeder, sag ich mal, Promi so, der irgendwo einen Skandal hat. Das war mit Travis Scott genauso, mit seinem Konzert, was da passiert ist. Der war ein Jahr lang weg, verschwunden oder so, hat man gar nichts von ihm gehört und jetzt macht er wieder Musik weiter und keiner redet mehr drüber. Versteht ihr, wie ich meine? So, das ist einfach... Für sie einige Storys, ja. In denen ihr Leben ganz normal weiterzugehen scheint, als wäre gar nichts gewesen. Dabei wäre gerade eine Trennung eine perfekte Möglichkeit gewesen, auch über die Realitäten unseres Lebens aufzuklären und ihren Zuschauern zu zeigen, wieso auch eine Trennung etwas ganz Normales sein kann. Baby. Da so etwas jedoch nicht passierte, merkte man auch hieran erneut, dass Bibi und Julians Leben scheinbar zwei Seiten hatte. Das, was man auf YouTube sah und die Realität, die scheinbar doch weniger romantisch ist ja aber bei und jedem. Schön war. Das ist bei jedem YouTuber, Bloggerpaar, es ist normal. Man zeigt ja immer nur die schönen Seiten. Wurde geschickt getrennt. Niemand zeigt, wie man doch sich streitet nun stellen so. Sich natürlich immer mehr Leute die Frage, wie genau sieht eigentlich die reale Seite ihres Lebens Alter, aus? Nach diese der Leute, Trennung die immer bekam reden, um man erstmals einen kriegen. Einblick doch in diese Content. Zweite reale Seite von Bibi und Julians Leben. Und es zeigte sich schnell, wie anders dieses Leben wirklich Alter, war. So teilte Villa Bibi beispielsweise kurz nach der Trennung diesen Spruch auf Instagram. Das größte Hindernis für mein persönliches Wachstum und Glück ist meine Weigerung, Verantwortung dafür zu übernehmen, was in meinem Leben geschieht. Wenn mir etwas missfällt, muss ich es eben ändern. Ich sollte es so lange verändern, bis es mir gefällt. Der besagt, dass das größte Hindernis für das persönliche Glück die Weigerung ist, Verantwortung dafür zu übernehmen, was im eigenen Leben geschieht. Ist darauf ja folgte das ja so, Zitat, doch. Wenn mir etwas missfällt, muss ich es eben ändern, bis es mir gefällt. Somit deutete Bibi an, dass sie sich nicht richtig glücklich und erfüllt fühlte, auch wenn man ihr das in ihren Videos bis zuletzt nie anmerkte, da sie dort immer das Gegenteil präsentierte. Das, was Bibi missfällt, war vermutlich ihre Beziehung zu Julian und das Leben in ihrer neu gegründeten Familie allgemein. Allerdings könnte Bibi auch generell eine viel größere Veränderung gemeint haben, als sich nur von Julian zu trennen. Möglicherweise deutete sie mit dem Zitat auch an, dass sie sich ebenfalls von ihrer oft nicht ganz authentischen YouTube-Persönlichkeit als Bibis Beauty Palace trennen will und so das immer toll inszenierte Leben vor der Kamera hinter sich lässt. Eigentlich hat sie damit sogar schon begonnen. Denn während Julian einfach weiter sein Leben in den sozialen Netzwerken scheinbar zufrieden mit einer neuen Freundin teilt, ist Bibi hingegen regelrecht untergetaucht. So nimmt sie schon seit Wochen keinerlei Buchungen für Kooperationen mehr an und macht zum ersten Mal in ihrer jahrzehntelangen YouTuber-Karriere eine richtige Auszeit von ihrem Influencer-Dasein. Interessant. Naja, Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich würde da gar nicht zu viel reininterpretieren. Also ehrlich, lass die doch einfach alle in Ruhe, die Leute. Wenn die glücklich sind, dann sind sie glücklich. Wenn nicht, dann nicht. So ist es halt einfach, ne? Trennungen passieren. Ganz normales Ding. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin haut da rein, Leute. Euer Kramitz.